Kapitel 4. Grace. London. Eine ominöse Hütte. Nach seinem überraschenden Tod ging der gesamte private Besitz von Oscar Abrams auf direktem Weg an seinen Zwillingsbruder Michael. Es gibt die Art von Senioren, die angeln gehen, Scrabble spielen und sich Katzen anschaffen, nette alte Damen und Herren, die ihre Enkelkindern Kekse backen oder Geschichten erzählen und in die Kirche gehen. Michael Abrams gehörte jedoch nicht zu dieser Art. Neben den Fängern im Institut gab es schon immer auch solche, die lieber unabhängig bleiben wollten, ob nun aus Freiheitsliebe oder weil sie in den Instituten wegen ihrer mangelnden Qualifikation, Anpassung und Teamfähigkeit nicht eingestellt wurden. All diese Söldner und Taugenichtse, der Abschaum der Gesellschaft, arbeiteten für Michael Abrams. Es widerstrebt mir, schlecht von Oscars Bruder zu reden, aber auf der Forbes-Liste der gescheiterten Existenzen würde man Michael Abrams sicherlich unter den ersten 10 finden. Dass ich mich also in seine kleine, vollkommen verwahrloste Baracke im Randgebiet Londons begab, zeugte lediglich davon, dass ich mir von dem Vertrag wirklich etwas versprach. Genau wie die Tatsache, dass ich Lisa im Institut alleine ließ, welches wahrscheinlich gerade zum 7. Kreis der Hölle mutierte. Dieser Vertrag musste schon etwas wirklich Epochales und definitiv Weltbewegendes sein. Selbst von außen sah die Baracke, ich meine natürlich das Haus, aus wie die Kulisse eines schlechten Horrorfilms. Mal von der Holzhütte abgesehen, die ich nicht einmal meinem nicht vorhandenen Hund zumuten würde, wirkte der Garten so, als hätte die Natur ihn sich schon vor Jahren zurückgeholt und Michael Abrams Grünstück hob wahrscheinlich die Grünanlagenstatistik für ganz London. Eine ganze Kolonne von Gärtnern wäre nötig gewesen, um die Vegetation auf ein annehmbares Maß einzudämmen oder sie zumindest so aussehen zu lassen, als würde sie nicht jeden Moment versuchen, Menschen mit Haut und Haar zu fressen. Übertroffen wurde dieser botanische Albtraum nur noch vom Inneren der Hütte, deren Einrichtung Michaels Charakter entsprach. Während Oscar sich stets durch Gradlinigkeit und Prinzipientreue ausgezeichnet hatte, war Michael die Art von zwielichtigen Zeitgenossen, die man lieber nicht in der Nacht begegnete. Oder am Tag. Oder überhaupt jemals. Ausgestochen wurde er nur noch von seinen Angestellten, betrachtete man beispielsweise das Wesen, das mir die Tür öffnete. Ich vermutete, dass es einmal ein Mensch gewesen war, dem Michael in einem seiner gefürchteten Wutanfälle die Ohren abgeschnitten hatte. Zudem hatte er schwere Verbrennungen an so ziemlich allen Stellen, die nicht von der lumpigen Kutte verhüllt wurden. »Geben Sie bitte die Waffe ab, Miss Grace«, krächzte das Wesen und hielt mir seine Hände hin. Dass es an einer Hand nur 3 Finger hatte, lud nicht gerade zum Nichtstarren ein. Vorsichtig trat ich ein und wunderte mich schon fast, wieso die Böden nicht knarrten oder irgendwo um mich herum seltsame Lichter flackerten. »Was ist Ihnen zugestoßen?«, flüsterte ich, mehr zu mir selbst als zu der Kreatur. Ich benötigte auch keine Antwort, denn ich erkannte sie bereits. »Michael«, rief ich zornentbrannt aus. Natürlich war jeder von uns, zumindest jeder, der eine Führungsrolle ausübte, bis zu einem gewissen Grad kompromisslos, berechnend und vielleicht auch grausam. Oscar war es gewesen, und ich war es auch gelegentlich, wenn auch niemals gerne. Nie durfte man Schwäche zeigen, wenn man nicht zum Schwachen werden wollte. Der Respekt der eigenen Leute war eine absolute Notwendigkeit, aber niemals sollte man Gewalt gegen seine Angestellten, seine eigenen Leute richten. Mein Schrei hallte mehr, als es in einer Holzhütte überhaupt hätte möglich sein können, und ich war mir bewusst, dass ich aufstampfte wie ein kleiner Elefant. Aufgebracht öffnete ich die kunstvolle Eichentür, vor der ich und Matt früher immer gewartet hatten, wenn Oscar geschäftlich mit seinem Bruder herreden musste. Damals hatten wir uns Geschichten zu dem eingearbeiteten Löwen ausgedacht und uns gefragt, ob er den Drachen besiegen könnte, der uns vom Stuck der anderen Seite hinab überlegen musterte. Später wurde uns dann bewusst, dass der wahre Löwe hinter dieser Tür auf seinem Thron saß und seine Krallen wetzte. »Grace, welch eine unerwartete Überraschung«, begrüßte mich der Löwe spöttisch mit seinem russischen Akzent. Er saß immer noch auf seinem Thron, doch er war um keinen Tag älter geworden. Mein Schrei blieb mir im Halse stecken, als ich ihn da am Ende seines großen Tisches sitzen sah, umgeben von 2 äußerst zwielichtigen Söldnern. Es war ungerecht, dass er lebte und Oscar tot war. Dieser Gedanke war kindisch, doch ich wünschte wirklich, es wäre andersherum gewesen. Oscar war als Leiter des Instituts perfekt gewesen, und obwohl er streng und vollkommen zelluliert war, wurde er von allen vergöttert.
Zwar hatte er mich oft und hart bestraft, doch war er mir gegenüber niemals grausam gewesen und hatte selbst seinen Feinden stets Respekt und Anstand entgegengebracht. Er war es, der mich und Matt aufgenommen und zu den besten Fängern Englands ausgebildet hatte, obwohl alle ihm davon abgeraten hatten. Für einen Fänger war es immer gefährlich, sich seine Nachfolger selbst zu suchen. Viele endeten mit einem Messer im Herzen. Einer derjenigen, die Oskar in dieser Sache am stärksten beeinflussen wollten, war Michael. Er war immer der Ansicht gewesen, wir würden seinen Bruder nur ausnutzen und seinen Tod geradezu herbeisehen. Oskars Tod und mein Aufstieg zur Leiterin hatte ihm selbstverständlich recht gegeben, und wenn es noch einen Zweifel an unserer verderbten Natur gab, dann hatten Mets Verrat und Flucht diesen ausgeräumt. »Für dich immer noch Miss Darcy, Michael. Ich bin geschäftlich hier.« Sofort verengten sich seine Augen, die von demselben dunklen Grau waren wie die seines Bruders. Selbst für Zwillinge sahen sie sich frappierend ähnlich, mit ihren breiten Schultern, der dunklen Haut und dem breiten Mund. Oskars Lippen waren immer zu einem leichten Lachen verzogen gewesen. Ansonsten konnte ich sie nur an ihren Haaren unterscheiden. Da sie zwar vom selben dunklen Grau waren, doch Oskar hatte seine Haare immer kurz getragen, während Michaels Mähne lang und ungepflegt war. »Gut«, raunte er und bedeutete den beiden Söldnern zu verschwinden. Kaum hatten sie die Tür geschlossen, trat ich auf Michael zu. »Grace, wenn du glaubst, mich wegen meines Untertans maßregeln zu müssen, irrst du dich.« Erschreckenderweise klang selbst mein Name aus seinem Mund wie ein Schimpfwort. »Leider gehen dich meine Angelegenheiten überhaupt nichts an.« Mit einem schnellen Satz in seine Richtung überbrückte ich den Abstand zwischen uns und setzte mein Messer an seinen Hals. »Ich bin die Leiterin des Instituts London, ob es dir passt oder nicht. Deine illegalen Machenschaften sind mir schon lange zuwider, und dass ich dich gewähren lasse, wird bald ein Ende haben.« Mit einer gewissen Genugtuung stellte ich fest, dass ich doch nicht alles verlernt hatte. Auch wenn mein Erfolg dadurch gemindert wurde, dass er roch, als hätte er mehr als genug Alkoholintus, um beim geringsten Kontakt mit Feuer in die Luft zu gehen, und mich dieser Geruch fast verleitete, vor seine Füße zu kotzen. Die Tatsache, dass meine Hand fast angefangen hätte zu zittern, als ich das Messer an seinen verschrumpelten Hals hielt, trug nicht zu einem souveränen Auftritt bei. Michael schien dies ähnlich zu sehen, denn er lachte. »Ich glaube, wir reden von verschiedenen Instituten, Teuerste. Ich kenne in London nur ein einziges, und das hat keinen Leiter mehr, sondern nur ein dahergelaufenes Gossenkind, das Leiterin spielt. Wie schmachvoll es wohl für Michael Abrams sein muss, wenn eben dieses Gossenkind ihn absticht wie ein Schwein«, raunte ich und presste das Messer fester an seinen Hals. Einen verhassten Feind, ein Messer an den Hals zu legen, war in jedem Fall ein gutes Mittel zur aktiven Stressbewältigung. Und doch konnte ich es kaum noch in den Händen halten, als er seinen Hals absichtlich ein kleines Stückchen in die Klinge presste und mich dabei zornerfüllt ansah. »Du meinst ebenso, wie du meinen Bruder abgestochen hast?« Natürlich war sein Vorwurf absolut haltlos, schon alleine dadurch, dass Oskar eines natürlichen Todes gestorben war. Und doch warf er mich vollkommen aus der Bahn. Dass es Leute gab, die glaubten, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Mentor umzubringen. Ohne es zu wollen, musste ich wieder an Mets Worte denken, ich sei eiskalt geworden.